Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, aus gegebenem Anlass. Es ist natürlich wieder kurz vor Urlaubszeit. Da sprießen natürlich die Angebote, die Special-Angebote zum Thema: Ich mache aus dir einen Top-Typ, ich mache aus dir eine Top-Frau, ich mache aus dir das Playboy-Model, ich mache aus dir Fotomodel, ich mache aus dir Strandfigur, bla 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 bla. Sprießen natürlich auch hier die sogenannten Angebote zum Thema: Ich habe das bombastische Mittel für dich, was dich jetzt endlich, du hast schon so lange probiert und du hast schon so lange keinen Erfolg gehabt, jetzt habe ich das Präparat, jetzt funktioniert es. Vielleicht einfach mal zum Wachrütteln für den einen oder anderen. Für den einen oder anderen, der jetzt mit der Thematik Nahrungsergänzung und Wirkungsweise von Nahrungsergänzung nicht viel am Hut hat. Einfach mal so die Überlegungsweise, so das Anschubsen, das Winken mit dem Riesenzaunfahren. Wenn man am Tag, egal wie groß, egal wie alt, egal welches Berufsbild man hat, schwerkörperlich arbeiten, nicht arbeitend, sitzend, liegend arbeiten, was auch immer, pro Tag 600 Kalorien zuführt. Und das natürlich auch noch in Form von zum Beispiel Nicht-Energielieferanten. Dann wird man zwangsläufig, und zwar, ich betone es nochmal, zwangsläufig definitiv Gewicht verlieren. Ja, das ist kein Wunder. Und da muss man auch keine Kügelchen schlucken. Und da muss man auch keine Pillchen schlucken. Und da muss man nämlich gar nichts machen. Das Gewicht wird sich reduzieren. Aber die Natur ist sehr schlau. Und somit kann sich der Stoffwechsel immer den Gegebenheiten anpassen. Das, was da praktiziert wird, ist eine extreme Unterzufuhr an Nährstoffen, die weder gesund ist, noch Sinn macht. Nee, sie macht keinen Sinn. Egal, welche Resultate rauskommen. Das sind Zwangsresultate. Egal, was da rauskommt dabei. Wenn jemand natürlich, und da hat jeder eigenverantwortlich den Zepter in der Hand, den ungesunden Weg gehen möchte, dann darf er dann gehen. Darf er gerne gehen. Aber fragt mich bitte nicht laufend nach der Funktionsfähigkeit, nach dem, was das Teil, was es überhaupt bringen soll. Das ist Unsinn. Es ist einfach völliger Unsinn. Und da sollte einem Menschen, der mit beiden Beinen im Leben steht, der wählen gehen darf, der Kinder in die Welt setzen darf, der Auto fahren darf, soll es einem klar sein, dass es hier um nur eines geht. Und zwar um die Liebe, 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 Kohle. Geld verdienen. Ja, die, die euch das anbieten, sagen, das ist das Beste, was es gibt. Die haben Dollarzeichen in den Augen. Und das ist ja auch okay so. Aber man sollte soweit aufgeklärt sein, um zu wissen, was man da tut, weil es nämlich nicht gesund ist. Die Natur weiß, wie sie damit umgeht. Sie wird sich entsprechend anpassen. Der Stoffwechsel wird sich entsprechend anpassen. In der Evolution ist es so verankert. Ja, der Körper kann rechnen. Er kann seinen Energiehaushalt entsprechend strukturieren, dass er lernt, mit weniger Nährstoffen umzugehen. Ja, dafür ist er ausgelegt. Dafür hat er ja tausende Zeit gehabt. Zu den Zeiten, wo es nichts zu essen gab, musste sich der Stoffwechsel anpassen. Ja, ist ganz einfach. Und genau mit so einer Diät, was man da praktiziert, wo man dann innerhalb von 6, 8 oder 10 oder 12 Wochen bis zu 20 Kilo verliert, wird man im Laufe der Zeit danach eben wieder diese 20 Kilo zunehmen. Und das ist ja sicher wie in der armen Kirche. Und in der Regel, wenn eine Frau 20 Diäten gemacht hat, auch Männer, aber in der Regel machen das ja Frauen, diese unterkalorischen Diäten gemacht haben, was es ja schon seit Jahrzehnten gibt, wo unterkalorisch gearbeitet wurde, wo wesentlich weniger zugeführt wurde, wie der Körper tatsächlich benötigt, dann wird sich der Stoffwechsel entsprechend anpassen und irgendwann hört er mal wieder auf damit, mit dieser Zwangsernährung, mit dieser unterkalorischen. Und dann, wie sagt dein Körper, das habt ihr schön gemacht, ihr habt schön meinen Stoffwechsel versaut, ihr habt schön auch noch einen Tick Muskelmasse abgebaut und genau dafür bestrafe ich euch. Und eben ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, je nach Stoffwechsel, je nachdem, wie die Ernährung noch beibehalten wird, legt der Körper ein größeres Depot an, ein größeres Fettdepot. Und warum legt er das an? Aus einem ganz einfachen Grund, weil er nämlich denkt, ihr macht danach wieder den gleichen Mist und bringt ihn in eine sogenannte Notzwangslage, dass er reagieren muss. So einfach ist es. Und jedes Jahr, und zwar jedes Jahr zur gleichen Zeit, wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und alle wollen auf dieser Sau reiten. Super, toll. Und danach fallen da runter. Und wer muss die Scheiße wieder ausbügeln?
der eine oder der andere Ernährungsberater euch erläutern muss, dass es so nicht geht. Also deswegen, wenn man was plant und wenn man was macht, dann plant doch bitte was Sinnvolles und plant was auf lange Frist. Und zwar, das ist und bleibt eine Ernährungsumstellung. Und die Ernährungsumstellung, die muss man jeden Tag praktizieren. Und Ernährungsumstellung bedeutet, dass man sich jeden Tag mit Essen beschäftigen muss. Dass man jeden Tag in die Küche muss, muss seine Sachen richten. Die gibt es nicht zu kaufen und nicht abgepackt. Punkt, Schluss, Ende, ausarmen. Und wer das nicht verstehen will, der soll sein Geld weiterhin zum Fenster rausschmeißen. Alles gar kein Problem. Ich hoffe, dass meine treuen Fans das wissen und würde mich freuen, wenn auch ihr das weiterhin so publiziert, dass nur das Schwimmen gegen den Strom definitiv an die Quelle führt. Das war's, Andreas Triebenbacher, dieses Mal wieder mit einem erhobenen Fingerchen. Warum? Weil es einfach nervt, dass manche Menschen es nicht verstehen wollen, dass es nichts geschenkt gibt. Punkt, Schluss, Ende aus Amen, Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Mit einem erhobenen Finger, warum? Deine Fitness, eure Fitness, der was möchte, der genau diesen Lifestyle, den ich praktiziere, auch möchte und nicht scheut, auch Energie aufzuwenden, nicht scheut, seinen A zu bewegen, der ist bei mir genau richtig. Andreas Riemacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.